Was ist das Automatenkonzept dazu? Wenn wir uns nochmal hier diese Chomsky-Hierarchie angucken, und zwar nur den Teil hier an diesem Ende. Für L1 haben wir jetzt beschränkte Grammatiken, kontextsensitive Grammatiken. Da fehlt uns noch der Automat. L0, da hatten wir die unbeschränkten Grammatiken als die Menge der Sprachen, die von unbeschränkten Grammatiken erzeugt werden. Und auch da, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, da werden wir die Turing-Maschine sozusagen einführen, beziehungsweise die haben wir schon eingeführt, aber wir werden zeigen, dass die Turing-Maschine genau das Automatenmodell ist, was genau die unbeschränkten Grammatiken verarbeiten kann. Also das wollen wir uns heute angucken. Und wir werden hier einführen gleich einen neuen Automaten, das ist der sogenannte linear beschränkte Automat. Das ist eine eingeschränkte Version der Turing-Maschine. Und zwar, was ist ein linear beschränkter Automat? Der ist fast wie eine Turing-Maschine, mit einem kleinen Unterschied. Es ist eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Und zwar gibt es, was die Bewegung des Kopfes angeht, gewisse Einschränkungen. Es gibt zwei Sonderzeichen. Und zwar wird das Band wird jetzt mit einer Anfangsmarke und einer Endmarke versehen. Ja, dafür verwenden wir dieses Dollarzeichen, das Centzeichen. Ihr könnt auch irgendwelche anderen Zeichen verwenden. Ich verwende halt jetzt diese Zeichen. Und zwar wird das Eingabeband wird am linken Ende mit dem Dollar markiert. Das rechte Ende wird mit dem Cent-Zeichen markiert und diese Turing-Maschine, die wird niemals über ihre Bandbegrenzung hinauslaufen. Das heißt, die arbeitet immer auf dem Bereich, den die anfängliche Eingabe auf dem Band belegt. Ja, das wird ausgedrückt durch die folgenden Einschränkungen bei der Übergangsfunktion und bei der Übergangsrelation. Und zwar für alle Zustände Q aus K existieren, Q1, Q2 ebenfalls aus K, sodass, wenn wir in einem Zustand Q sind und auf dem Dollarzeichen sind, das Dollar dient als linke Eingabebegrenzung. Das heißt, wenn wir in einem Zustand sind und das Dollar lesen, ja, dann können wir nur nach rechts gehen. Dann können wir nichts anderes machen. Wir können auch nicht dieses Zeichen überschreiben. Wir können nur nach rechts gehen. Das heißt, es gibt einen Zustand Q1 und wir gehen nach rechts. Na, wenn wir in einem Zustand Q sind und wir lesen das Dollar, können wir nur nach rechts gehen. Ja, da gibt es also irgendeinen Zustand, der dann angenommen wird. Und das Gleiche gilt für, wenn wir in einem Zustand Q sind und dieses Cent-Symbol lesen, dann können wir nur nach links gehen. Wir können da auch nichts schreiben für alle Q und Q' aus K und A aus unserem zugrunde liegenden Alphabet gilt, dass wenn wir in dem Zustand Q' sind oder wenn wir in dem Zustand Q sind und das Dollar lesen, dann existiert kein Folgezustand Q', sodass wir den überschreiben. Und das gleiche gilt für, wenn wir in Q' sind und das Cent lesen, gibt es auch keinen Nachfolger, wo wir das entsprechende Zeichen überschreiben. So, was haben wir noch für eine Einschränkung? Genau, die Startkonfiguration hat immer die Form Startzustand. Wir haben das Dollarzeichen, wir haben die Eingabe, wir haben ein Zeichen A, wir haben das abschließende Centzeichen und für das W und das A gilt das folgende. So, mit W, das ist Element aus Sigma und in dem W kommt weder das Dollar noch das Cent vor. Genau, das Ganze gesternt. Und A. A ist das Zeichen unter dem Schreiblesekopf. Für das gilt das Gleiche. Das darf nicht das Blink sein. Das ist das da steht der Schreiblesekopf unter dem letzten Zeichen der Eingabe. Und das Dollar und das Blink darf auch nicht vorkommen. Und insgesamt bildet WA die Eingabe für diese Maschine. Aber hier dieses W selbst, da dürfen ruhig Blanks enthalten sein, wenn wir nämlich die Eingabe bestehend haben aus mehreren Wörtern. Also das ist der linear beschränkte Automat. Und die Idee ist die folgende, dass wenn wir eine Eingabe haben, dann sieht das irgendwie so aus. Wir haben hier unser Dollarzeichen stehen, dann haben wir irgendwelche Zeichen, dann haben wir unser Centzeichen stehen. Und die Maschine kann jetzt genauso arbeiten wie eine Turing-Maschine, das heißt, die kann von links nach rechts, von rechts nach links laufen, also in beide Richtungen kann die arbeiten. Aber was halt nicht passieren darf, sie kann niemals über das Dollarzeichen hinaus und sie kann auch nicht über das Centzeichen hinaus.